Warum dauert es so lange, ein Game zu finden? Ja, in Hilo gibt es halt weniger Spieler als in anderen Elo-Bereichen. Das ist ja immer an den Extremen so. Weil es sind dann die 0,00 irgendwas Prozent der Playerbase auf der gesamten Welt. Heißt, wenn du jetzt in der Offseason queust, in einer relativ unchristlichen Uhrzeit für Pro-Player, dann ist halt kaum jemand in der Queue drin. Na, zuzüglich dazu kommt, dass ohnehin schon jemand, dass kaum jemand noch Leute in der Queue drin sind, weil es halt Offseason ist. Niemand spielt viel League of Legends in der Offseason als Pro-Player. Da nur wenige machen wirklich viel, die basically die streamen. Wir hatten gestern 30 Minuten Queue. It happens. Ich hatte in meiner Karriere viele Turniere, die sind irgendwie bis 2 Uhr nachts gegangen. Stell dir vor, du musst bis 2 Uhr nachts das Beste geben können, auf deinem höchsten Level spielen und du bist um 8 Uhr morgens schon wach. Geht natürlich nicht. Kannst nicht machen. Weil du niemals Fokus genug bist, wenn du um 8 Uhr normalerweise aufstehst, kannst du um 2 Uhr nicht performen. Also nachts natürlich, ne? Und da ist eine sehr unchristliche Uhrzeit für alle Pro-Player und dergleichen. Was auch Sinn ergibt, wenn du dich in deren Lager reinversetzt. Ist halt einfach kein Job, es ist halt einfach ein Job in der Unterhaltungsbranche, was soll man sagen. Du willst auch nicht von einem Nachtshow-Moderator erwarten, dass er um 11 Uhr online ist. So, Musik aus. Einfach so viel Movement Speed, wenn er uns ranläuft, ne? Toll. Hallo! Junge! Hallo! Bam, Junge, würde ich an der Stelle sagen, ne? Richtig. Da kriegt jetzt noch AD als Vego? Ich habe so viel Tech-Speed. Er werft für die Gegner. Muss auf die Poison. Alter, wenn Cinch Poison jetzt den Rap-Buff bekommen hätte. Einfach 1 Minute 50, 5 Kills. LOL. Aber so viel Attack-Speed. Das ist so insane. Und ich einfach gesehen, wie ich ausgedeckt habe. Einfach ding, 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 die ganze Zeit. Und Kastin war auch einfach zu stolz, das Q zu flashen. Von Cho'Gath. I mean. Oh, bad. Ich dachte jetzt, eigentlich sollte ich jetzt gleich gegankt werden. Weil sonst ist das Game ja so over für die Gegner. Ey, Secret Hunter, danke dir, echt. Willkommen. Ja, wir haben einen ziemlich guten Recall hier in der dritten Minute. Ich glaube, den nehmen wir mal, ne? Ich habe jetzt überlegt, ob ich Leeching Lear kaufen sollte. Aber ich glaube, ich bin ziemlich happy mit Boots. Gerade gegen Cinch, das ist nice. In dem Item Chase noch nicht gegen Zac gespielt. Ja, warum auch? Niemand spielt in Hilo Zac und warum sollte man auch? Hat sich ja nichts geändert für einen Zac für Items noch. Hat sich absolut gar nichts geändert. Und ist so, als ob Zac jetzt Fimbo Winter bauen würde wollen oder sowas. Sei denn, du meinst so ein AP Zac mit Demonic Embrace, aber das hat dann kein Tank. Das war auch nicht gut. Kannst auch gleich einfach einen AP Joiner spielen. Und deswegen habe ich Boots gekauft. Deswegen haben wir Boots gekauft gegen Singed. Damit wir ihn einnehmen können. Not bad. Ja, ich meine, natürlich auch quite fett, aber deswegen hat das funktioniert. Which is not bad. Bin ich wirklich hier für Singed? Ich bin hier, damit Nocturne nicht counter-jungelt, weil mein Jungler das ja besorgt gepinkt hat. Weil Singed da zu töten ist sehr optimistisch, wenn er Level 6 ist. Sugar mit Predator sprintet los. Nice. Ja, dafür habe ich ja genau die Warp platziert davor. Lass mir nicht zu, dass er einfach for free unsere Scheiße nimmt. Das ist gerade unser erster Kill für die Gegner. Voll für Custer, den Solo-Kill. Das ist nicht gut. Ich hätte einfach Recon TP'en können. Hat er sogar noch Feast ab eigentlich. Noch kurz 300 Gold Stain. Ich glaube nicht, dass ich wirklich Angst haben muss von Nocturne Ult. Custer hat jetzt ebenfalls seinen Mitte-Guard im Fertig. Also der ist gar nicht so schwach. Das ist halt auch billiger als mein Item, ne? Meins kostet nur wie 3200 oder sowas. Und sonst kostet 2800. Ich habe auch schon Boots gekauft. Ich könnte noch Harrier, solange du noch beide Buffs hast. So funktioniert League of Legends nicht. Einfach random ein Objective zu starten. Nur weil du Double Buff hast und dann gepunished zu werden, ist halt sehr, sehr bad. Weil der Weggenegen das dann stealen kann. Das würden wir absolut nicht wollen. Das kannst du machen mit Yorick. Weil ich werde nicht das Game weggriefen, wenn ich so OP bin. Für einen Harrier. Jetzt sind wir zum Beispiel alle Gegner auf Botside. Jetzt können wir, ich denke, entweder rein TP'en halt oder Harrier starten. Mein Team tötet den Jungler.
So ist der Play instant besser. Jetzt kann man noch Cinch kommen. Aber Play ist instant aufgewertet, dadurch, dass wir einfach Info auf alle Gegner haben. Und ist mir auch Double-Buff egal. Okay, ich verliere eine Menge Mana. Leben verliert man eh nicht als Jungler in League of Legends. Dadurch, dass mein Team alle Leute tötet, das ist relativ easy machbar. Aber es liegt ja daran, dass mein Team alle Leute tötet, ne? Das ist mir Double-Buff egal. Trifft doch bitte irgendwas, Freund. Ich fass es nicht. Einmal hat der Cinch getötet. I guess I'll take it. Ja, beide getötet, Worth. Gehen wir dafür den Fight nehmen. Aber ja, wenn wir halt irgendwas mit Cho'Gath davor treffen, wäre nice. Aber es fängt. Ja, wir gehen jetzt auch Nashor's Tooth dieses Game, einfach weil wir jetzt schon so viele Auto-Taken können. Try again, I dare ya. Schnell W gedrückt, falls Nocturne zu mir ultet. Nocturne kann mich da nicht anklicken. Das heißt, wenn er Vision beim Busch gehabt hätte, beim Raptor Camp, wäre ich dann sicher gewesen. Aber ja, er hat aber auf Cho'Gath geultet. Bob. Und Bob. Für was? Wir gehen einfach Attack Speed. Natürlich sehr, sehr bad. Aber da dieses Game so gewonnen ist, können wir vielleicht auf lustige Sachen kommen. Weil ich meine, die Gegner werden gleich FFen. Ich meine, es steht 31-6. Dann erreichen wir den Punkt mit der Art Attacks, die ich gerade kaufe, wo es sich nicht lohnt, Q zu drücken, wo ich einfach attacken sollte, weil Q zu lange dauert. Ich kann aber während des Qs ja auch Auto-attacken normalerweise, also letzten Part des Qs. Why you running? Ja, eigentlich noch ein bisschen Magic Resist. And we just fire away mit unseren Auto-Attacks. Wenn irgendjemand wirklich dasteht und mich einfach nur fightet, während ich Auto-Attacken kann, Lamin, ich kann nicht verlieren. Und da ist der Effort. Ach, Gamefight Level 1 sauber, ne? Was soll man anderes sagen? Wenn wir auf Level 1 so viele Kills bekommen, dann ist halt unplayable für die Gegner, natürlich. Ja, so OP. Die fighten uns nochmal, nachdem wir schon einen Kill bekommen haben oder zwei. Also ich weiß gar nicht mehr, wie viele wir bekommen haben. Dann töten wir einfach nochmal alle drei Topside. We take those.